Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Atlantis. Und ja, der gute Krillo hat deutlich weniger geschafft, als er gedacht hat. Aber trotzdem durchaus ein bisschen was. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Die Sachen hier werde ich in meinem letzten Zyklus jetzt noch eben in Auftrag geben. Der fehlt noch, okay. So, und dann können wir hier noch ein paar bauen. So. Das schließe ich einfach mal so hier an, dass es dann nur noch dort angeklemmt werden muss. So, und das kann dann da wiederum angeschlossen werden. Du musst nur dort und dort noch angeschlossen werden. Und dann läuft das Ganze. Das Wasser hier oben lassen wir nochmal aufwischen. Das war das Salzwasser, was hier drin war. Das sind wir dann auch gleich los. Ja, ich habe ja hier das als Beispiel genommen, um die Flüssigkeiten zu sortieren. Ich habe da bei weitem nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte. Allerdings habe ich hier so ein bisschen die Flüssigkeiten weg, habe hier auch den Salzwasser-Geysir freigebuddelt, den Pumpen war auch ab. Wohin zeige ich euch gleich. Hier haben wir eine kleine Überschwemmung für diesen Wassertank. Der wird halt immer und immer und immer weiter befüllt. Das Wasser sammelt sich hier unten schon. Ja, schon recht ordentlich. Da muss auf jeden Fall auch was passieren, aber ich wollte erstmal ein paar andere Sachen fertig machen. Und ja, dazu gehört unter anderem das ganze Thema hier, aber es ist in Arbeit. Ja, was ich ansonsten gebaut habe, zeige ich euch jetzt. Nämlich, ich habe nochmal zwei unendliche Tanks gebaut. Einen für verschmutztes Wasser, einen für Salzwasser und deswegen auch hier den Salzwasser-Geysir schon mal angeschlossen. Leitungstechnisch ist es ziemlich klar. Wir haben hier noch einen zweiten Ausgang, der noch offen ist. Dieser hier hat so ein bisschen rumgebackt. Glaube ich, habe es aber alles noch rausbekommen. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Er hat nämlich in diesen luftdurchlässigen Ziegeln hier am Rand teilweise normales Wasser gehabt. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wo es herkam. Das Rohöl hier war eigentlich nicht zu warm, als dass das Wasser hätte verdunstet sein können. Ja, keine Ahnung, wie es dazu kam, aber ich habe es ja jetzt scheinbar gelöst. Strom haben wir hier noch nicht. Das müsste man dann noch hierher legen, wenn man es dann nutzen möchte. Wo wir das gerade machen, sehe ich hier ein paar Leitungen zum Zerlegen. Also wie gesagt, verschmutztes Wasser sammeln wir hier. Salzwasser können wir hier sammeln. Verschmutztes Wasser, um da nochmal drauf zurückzukommen, pumpe ich hier unten auch ab. Ich habe diesen Tank schon mit dazu genommen. Diesen hier, ja, können wir eigentlich auch dort reinlaufen lassen, indem wir es so machen. Dann bauen wir gleichzeitig hier noch eine Leiter hin, dann kommen wir hier hoch und können auch diesen Tank reinlaufen lassen. Und dann wird es, glaube ich, auch irgendwann eng. Vielleicht lassen wir den nochmal weg, aber dann kann man von dort aus weiter diesen Tank. Wenn man hier dicht macht, kann man das Wasser und auch hier dicht machen, das ganze verschmutzte Wasser, alles hier unten reinlaufen lassen und dann abpumpen. Hier habe ich einen Flüssigkeitsfilter, damit nur das verschmutzte Wasser durchgeht. Der Rest kann hierher tropfen und vielleicht dann sogar einfrieren. Einfach mit einem Kohlegenerator, damit wir hier Strom haben, erschien mir das Einfachste. So, und damit können wir dann schon mal, ja, die ersten beiden Flüssigkeiten hierher sammeln. Vielleicht macht hier sogar noch ein dritter Tank hier Sinn für normales Wasser, weil das hier nimmt ja so sonst sicherlich kein gutes Ende, wenn man einfach sieht, wie viel Wasser hier unten schon ist. Das ja, ist schon mal reichlich. Wenn das hier mal alles aufgeräumt wäre,
dann würde ich den hier dicht machen, aber ja, ich habe das, glaube ich, schon auf Priorität 7. Es wird trotzdem nur sehr schleppend erledigt. Dementsprechend, ja, wird das alles noch einen Moment dauern. Gut, das ja zu dem, was wir hier so geschafft haben. Den Morb hätte ich fast versehentlich beseitigt, aber so gerade eben hat er es dann doch geschafft. Jo. Ansonsten gibt's, glaube ich, nicht viel zu berichten. Das hier ist soweit am Strom. Ah, da hätte ich aber auch ja schon mal... Wo haben wir sie denn? Okay, wir haben gerade gar keine. Ja, hätten wir hier einen eintragen können, aber machen wir dann andermal. Beziehungsweise ihr könnt das dann ja gerne machen. Kniffel, Bloodstar und so weiter. Das kann noch weg. Das hier auch, weil da müssen wir die Ziegel hier nicht immer von den Keimen Keimen reinigen. Ja, viel mehr ist dann auch nicht passiert. Das hat irgendwie alles so, am Anfang ging es ganz schnell, dann wurde es immer langsamer, dann gab es Probleme und schon waren wir kurz vor Ende. Naja, hier, jetzt seht ihr schon, ne, dass das Wasser hier langsam nachläuft und ja, alles abgepumpt werden kann. Was mir so ein bisschen sonst noch aufgefallen ist, also Metallerze ist alles recht knapp. Veredeltes Metall sowieso. Ich habe da nochmal einen Schwung Blei hier unten auch reingebuddelt. Ja, Spornblütensamen. Ist das die gefährliche? Oh ja. Können wir mal ganz schnell kompostieren. Huch. Da war ich wohl etwas sehr unvorsichtig, glaube ich. Aber ist ja gut gegangen. Ja, hier oben ist noch Blei. Das. Ja, aber wir haben ja erstmal ein bisschen wieder. Ja, dann würde ich sagen, dass wir eigentlich schon alles gesehen haben. Ich würde nur gerade nochmal schauen, aber ich glaube, jetzt haben wir hier kein normales Wasser mehr. Nee, ist nur Salzwasser. Also das hat dann Gott sei Dank doch noch funktioniert. Jo, womit es dann morgen weitergeht, kann ich euch noch gar nicht genau sagen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich würde aktuell zu Automata noch tendieren, aber vielleicht gibt es auch eine neue Folge zu Bauen mit Krillo. Oder. Ich weiß es einfach noch nicht. Haben wir hier noch? Nee, das... Bei eigentlich können wir doch auch das hier schon mal abtrennen. Das wird ja sicherlich recht bald fertig. Hier können wir es ja auch minimal anders machen, dass wir dann gar kein Problem mehr haben. Dann kann das nämlich alles noch rauslaufen. Wir zerlegen den. Bauen hier noch eine Gasbrücke ran und dann wird sowieso erst das Erdgas, was noch in der Leitung sein sollte, wenn es vorher fertig gebaut ist, das berücksichtigt. So, und jetzt sind wir bei Zyklus 480, das heißt für mich Pause machen. Beim nächsten Mal, ja, ich weiß gar nicht, bei welchem Zyklus ich dann wieder dran bin. Ich weiß auch nicht, wann das sein wird, ist ja immer unterschiedlich, wenn man Zeit hat, aber für mich war es das jetzt für diesen Abschnitt und ja, dann lasst mich gerne wissen, wie ihr dieses Format findet und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald, euer Krillo.